Wie Sie wissen, veröffentlichten die deutschen Medien während der Corona-Epidemie täglich die sogenannten RKI-Zahlen. Anzahl der Einweisungen in den Krankenhäusern, Todesfälle, Inzidenzzahlen und so weiter. Die Abkürzung RKI steht bekanntlich für Robert-Koch-Institut, ein medizinisches Forschungsinstitut in Berlin, das 1891 gegründet wurde. Obwohl in Frankreich die Zahlen zum Verlauf der Epidemie zentral von der Regierung erfasst werden, wenden sich die Medien stets an die Experten des Pasteur-Instituts in Paris, um eben diese Zahlen zu kommentieren und zu analysieren. Pasteur-Institut, Robert-Koch-Institut. Zwei große Institute von Weltruhm, zwei Institute, die nach ihren Gründern benannt wurden. Louis Pasteur und Robert Koch. Wussten Sie aber auch, dass die beiden Wissenschaftler sich einen erbitterten Krieg lieferten? Einen nicht immer ruhmreichen Krieg, der aber vermutlich positive Auswirkungen auf die Forschung hatte. Beginnen wir mit Louis Pasteur, dem älteren der beiden. Der bedeutende Chemiker und Physiker kommt 1822 zur Welt. Er macht sich bald einen Namen, als er beim Erforschen der Fermentation die Pasteurisation, also Pasteurisierung, entwickelt. Ein Prozess, der darin besteht, Lebensmittel für kurze Zeit auf 85 bis 100 Grad zu erhitzen, um sie haltbar zu machen. Während Pasteur seine Forschungsarbeiten über Mikroben fortsetzt, erfährt er, dass ein deutscher Arzt, Jahrgang 1843, also 20 Jahre jünger, gerade Forschungsergebnisse über die Ausbreitung des Milzbrandes veröffentlicht hat, eine Krankheit, die die Rinder in der Region befällt, in der er sich niedergelassen hat. Zudem arbeitet der Arzt auch noch ganz allein, ohne Assistenten. Pasteur sieht rot. Obwohl er die Bedeutung von Kochs Arbeit anerkennt, findet er, dass sie in sein Forschungsgebiet eingreift. Koch sieht die Dinge natürlich anders. Er findet, der Milzbrand sei sein Gebiet. Diese Konkurrenz veranlasst Pasteur zu einem gewagten Schritt. Um Koch den Rang abzulaufen, beschließt er zusammen mit seinem Team 1881, eine Schafherde im Süden von Paris zu impfen. Das Experiment ist ein Erfolg. Kurz darauf treffen sich Louis Pasteur und Robert Koch auf einem Kongress in London. In seinem Vortrag würdigt Pasteur Robert Koch zwar nicht für seine Vorstöße, lobt ihn aber immerhin für die Erfindung der Mikrofotografie, ein von Koch entwickeltes Verfahren, mit dem man Beobachtungen unter dem Mikroskop fotografieren kann. Dennoch schreibt Koch nach seiner Rückkehr nach Deutschland einen vernichtenden Artikel über Pasteur. Dann begibt er sich auf ein Feld, auf dem Pasteur nicht tätig ist, eine Krankheit, die Menschen befällt, die Tuberkulose. Und so entdeckt Koch den Erreger der Tuberkulose, den sogenannten Tuberkelbacillus. Er glaubt sogar, einen Impfstoff gefunden zu haben. Doch seine Tuberkuline erweist sich als wirkungslos und sogar gefährlich. Erst 1921 wird es den ersten Impfstoff gegen Tuberkulose geben. Pasteur nutzt die Schlappe aus, um seinen Konkurrenten in einer Rede auf dem Genfer Kongress 1882 scharf anzugreifen. Auf dieser Konferenz gibt ein Übersetzungsfehler der Beziehung zwischen den beiden Wissenschaftlern dann den Rest. Ein Fehler wie gemacht für uns Karambolaner übrigens. Pasteur sagt Recueil allemand, deutsche Textsammlung, um Kochs Schriften zu beschreiben. Der Übersetzer versteht allerdings Orgueil allemand, deutsche Überheblichkeit. Koch protestiert sofort heftig, aber Pasteur, der von dem Übersetzungsproblem nichts weiß, lässt ihn kalt abblitzen. Man muss die Kontroversen der beiden Wissenschaftler im damaligen politischen Kontext sehen. Durch Frankreichs Niederlage 1870 und den Verlust von Elsass-Lothringen wird Pasteur zum leidenschaftlichen Nationalisten. Die Zwist spiegelt daher auch den übersteigerten Nationalstolz wider, der damals in beiden Ländern herrscht. Ein Jahr später bricht in Ägypten eine Cholera-Epidemie aus. Pasteur schickt Mitarbeiter vor Ort, Koch trifft als Abgesandter des Deutschen Reichs ein. Die Teams wetteifern heftig miteinander, doch der Höhepunkt ist erreicht, als die Cholera nach Südfrankreich kommt und der französische Staat Koch beauftragt, sie zu bekämpfen. Koch bekommt sogar eine Auszeichnung. Pasteur kocht vor Wut und wendet sich nun einer anderen Krankheit zu, der Tollwut. Und so entsteht der erste Impfstoff gegen Tollwut bei Menschen in Paris.
Am 6. Juli 1885 impft Pasteur den jungen Elsässer Josef Meister. Dieser Erfolg verschafft ihm weltweite Anerkennung. Und als 1888 das Pasteur-Institut eingeweiht wird, steht Pasteur auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Kurz darauf wird 1891 in Berlin das Robert-Koch-Institut eingeweiht, gebaut nach dem Vorbild des Pasteur-Instituts. Als Robert Koch seine Forschungen über die Tuberkulose wieder aufnimmt und erneut glaubt, einen Impfstoff entdeckt zu haben, schickt Pasteur ihm immerhin ein Glückwunschtelegramm. Monsieur Pasteur und die Direktoren aller Abteilungen des Pasteur-Instituts beglückwünschen Herrn Robert Koch zu seiner bedeutsamen Entdeckung. Tja, auch dieser Impfstoff erweist sich leider als falsche Hoffnung. Und als Pasteur 1895 stirbt und ein feierliches Staatsbegräbnis bekommt, ist es an Koch, eine würdevolle Huldigung an das Pasteur-Institut zu schicken. Robert Koch setzt seine Forschungen über Tropenkrankheiten fort, erhält den inzwischen geschaffenen Nobelpreis für Medizin und stirbt 1910. Nun sendet wiederum das Institut Pasteur eine Huldigung. Man könnte meinen, das Kriegsbeil sei nun begraben, aber nein. Die beiden Institute rivalisieren weiter miteinander. Erst durch den Ersten Weltkrieg werden die Karten neu gemischt und eine neue Ära der medizinischen Forschung beginnt. Tja, obwohl ihre Egomanie unseren beiden Nationalhelden und ihren Teams viel Ärger eingetragen hat, diente ihre Rivalität immerhin dazu, die ein oder andere Etappe zu überspringen, was ihre Forschungen zugunsten des medizinischen Fortschritts sicher beschleunigt hat.